Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Ich hoffe, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser späten Stunde doch noch etwas aufnahmebereit sind und auch meinen Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt folgen zu können. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute genau mit diesem Thema der invasiven Arten befassen, können diese doch weitreichende Auswirkungen und Veränderungen in unserer Pflanzen- und Tierwelt bewirken. Auch ich habe ein Zitat dazu gefunden, und zwar von Willy Meurer: Flora und Fauna sind von Natur aus aufeinander abgestellt. Stimmt, nur der Mensch stört immer wieder diese Symbiose. Es stimmt nicht ganz, dass nur der Mensch das ist, aber zum Großteil. Pia Döring hat anhand der Reisetätigkeit und Verschleppung ja das ein oder andere schon gesagt. Auch der Zeitpunkt ist richtig, dass wir das heute behandeln, da wir uns mit großen Schritten in Richtung Frühjahr bewegen. Zartes Grün lässt sich langsam überall blicken, erfreut unsere Augen, aber auch unsere Herzen. Verbunden damit beginnt auch wieder die Pflanz- und Saatzeit und auch der Nachwuchs vieler Tiergattungen erblickt das Licht der Welt. Bei der Vorbereitung dieses Antrags wurde mir die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich invasive, gebietsfremde Arten? Eigentlich ist die Definition ganz, einfach und wenn man will, kann man das unter Wikipedia nachlesen. Invasiv bedeutet eindringen, einfallen und gebietsfremd heißt nicht heimisch. Bei dem heutigen Thema befassen wir uns also mit einer sogenannten biologischen Invasion, die die Gefahr einer Verdrängung heimischer Arten bedeuten kann. Hört sich schlimm an, aber nun ja. Deshalb finde ich es ungemein wichtig, dass diese uns alle betreffende Problematik öffentlich zu vermitteln ist und die Menschen dadurch sensibilisiert und zu präventivem Handeln zu veranlassen. Und um was geht es denn genau? Und wie können wir unseren heimischen Pflanzen- und Tierwelt helfend unter die Arme oder, will sagen, unter die Pfoten, Flügel, Flossen, Äste, Blätter und Blüten greifen und ihren Lebensraum schützen und ein Überleben zu garantieren? Mag sein, dass viele dieser invasiven Arten in unseren Breitengraden nicht überleben können und wieder verschwinden oder dass sie sich ohne Schaden und Probleme anpassen. Fakt aber ist, dass andere wiederum erhebliche Schäden bewirken können und das nicht nur bei uns im Saarland. Am 01.06.2018 hat der IPR, der Interregionale Parlamentarierrat, sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt und dazu entsprechende Empfehlungen an die Landesregierung verabschiedet. Ganz im Sinne der deutsch-französischen Kompetenz für Europa, wie in der Regierungserklärung auch schon angesprochen. In der Diskussion wurden einige Aspekte der schwerwiegenderen Probleme in Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Ausbreitung dieser invasiven Pflanzen und Tierarten angesprochen. Unter anderem die Folgen auf die Artenvielfalt, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, aber auch auf die hohe wirtschaftliche Belastung, will heißen, die Ausgaben, die es aufzubringen gilt, um diese Entwicklung aufzuhalten. Man spricht dabei inzwischen von zwischen 12 und 20 Millionen Euro Kosten jährlich in der EU und zählt biologische Invasion mittlerweile als zweitbedeutendste Ursache für den Biodiversitätsverlust auf der ganzen Welt. Tim Carsten, stellvertretender UNEP-Direktor, hat dazu gesagt, die Kosten für die Wiederherstellung beschädigter Ökosysteme sind 10-mal höher als der Naturschutz selbst. Nicht umsonst wurde 2017 das Gesetz zur Durchführung der Verordnung durch die EU über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver, gebietsfremder Arten durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Welche Möglichkeiten und Chancen haben wir nun und was ist zu tun? Sicherlich sind Prävention und Früherkennung die ersten wichtigen Ansätze dabei. Dazu bedarf es Aufklärung, auch schon in der Schule, im Biologieunterricht, aber auch allgemein in der Bevölkerung. Die Pflanzzeit beginnt bald wieder, man freut sich, dass der Frühling an die Tür klopft
und die Arbeit im Garten beginnen kann. Der Garten soll bald wieder in den prächtigsten Farben blühen und uns erfreuen. Die Gärtnereien, größeren Handelsketten sowie die Internetportale bieten ein schier unüberschaubares Sortiment an Pflanzen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn einen die bunte Blütenvielfalt in Katalogen, Anzeigen und live im Verkauf anlachen, gerne nur nach Aussehen und Farben eingekauft wird. Dem ist grundsätzlich ja auch nichts entgegenzusetzen, aber Hand aufs Herz. Wer von uns hat dabei schon mal nach Herkunft, Verträglichkeit im Hinblick auf unsere heimischen Arten einen Gedanken verschwendet? Und genau das ist die Frage, die sich jeder stellen sollte. Deshalb ist es so wichtig, diese Themen breit in der Öffentlichkeit zu transportieren, Aufklärungsarbeit zu betreiben, und genau das wollen wir auch fortgesetzt sehen. Bei der Bevölkerung, aber auch bei Saatguthändlern, Landschaftsgestaltern, Gärtnern, Landwirten etc. Am besten sollen heimische Arten dabei im Angebot und natürlich im Verkauf gefördert werden. Als weitere Managementziele sind die Kontrolle, die Eindämmung, aber auch die Ausrottung dieser gefährlichen Arten. Am besten natürlich mit umweltschonenden, innovativen Methoden, wie zum Beispiel, das wurde eben auch erwähnt, die schon erfolgreichen Beweidungsmethoden oder Beweidungstechniken. Hierzu sei erwähnt, dass die Naturlandstiftung in ihrem Tätigkeitsbericht 2018 über Projekte berichtet, bei denen durch Ausbringen von regionalem Saatgut auf intensiv genutzten Ackerflächen wieder artenreiches Grünland entwickelt wurde. Erstmals wurde in der Gemarkung Haustadt sogar gebietsheimisches Saatgut auf gut 2500 Quadratmetern ausgebracht. Durch Beweidungsprojekte konnten auch die invasiven Pflanzenarten wie kanadische Goldrute und späte Traubenkirsche nach 3 Jahren zurückgedrängt werden, und es konnte ein positives Fazit dabei gezogen werden. Ebenso steht weiterhin die Bekämpfung, das wurde auch schon gesagt, des Riesenbärenklaus an, da dieser bei Hautkontakt besonders gesundheitsschädliche Wirkungen verursacht. Und ich kann sagen, aus eigener Erfahrung auch wieder, wir hatten bei mir im Heimatdorf vor vielen, vielen Jahren Riesenprobleme damit, und durch die Beweidung wurde an der Stelle, wo halt die Beweidung erfolgt ist, der Bärenklau komplett zurückgedrängt. Ein toller Erfolg, meine ich. An dieser Stelle sage ich auch einmal herzlichen Dank der Naturlandstiftung, den Landwirten und Vereinen, die genau in diesem Sinne verantwortliche und unverzichtbare Arbeit für die biologische Vielfalt leisten. Ich bin mir aber auch im Klaren, dass es bei Maßnahmen zwecks Eindämmung invasiver und schädlicher Tierarten auch immer wieder heftige Diskussionen bei den Tierschützern gibt. Und das hat Kollege Georgi ja auch schon angesprochen. Ich tue mich da ehrlich gesagt auch immer etwas schwer, das gebe ich zu. Denn nicht die Tiere tragen Schuld an der schwierigen Situation, sondern meist der Mensch alleine. Wenn auch durch den Klimawandel und die veränderten milden Temperaturen manche Insekten und Kleintiere von sich aus zu uns wandern, sind nachweislich andere Schädlinge wie Waschbär, Bisamratte, Nilgans, verschiedene Krebs- und Fischarten etc. absichtlich eingeführt worden. Ihr Gefährdungspotenzial für die heimische Flora und Fauna geht unter anderem von Nahrungskonkurrenz aus, über Nest- und Laichräuber bis hin zu Krankheitsüberträgern. Alles wirklich nicht zu unterschätzen. Deshalb ist die Jagd und Fischerei in Bezug auf solche Tierarten leider unverzichtbar. Das MOV hat in einem seiner ersten Schritte bereits 2016 reagiert mit einer Broschüre für die Öffentlichkeit, und ich habe sie hier mal mitgebracht, die kann man auch im Internet herunterladen und ist wirklich sehr ausführlich geschrieben. Bitte? Mit einer Broschüre für die Öffentlichkeit ist das Ministerium damals einer Empfehlung des IPR bezüglich Aufklärung prinzipiell schon vorweggekommen. Ein umfassendes Schriftwerk, das sehr übersichtlich und verständlich über die zurzeit ca. 35 bekannten nicht heimischen Tiere und Pflanzen anhand von Artensteckbriefen informiert, ebenso über das Entstehen dieses Problems mit Auswirkungen auf Natur, Umwelt und Gesundheit und Handlungsempfehlungen sowie Hilfestellungen gibt.
ein wirklich gutes Handbuch, das auch im Internet auf der Seite des MOV heruntergeladen und heruntergeladen werden kann oder eingesehen werden kann. Aber auch das Aufspüren neuer, noch nicht katalogisierter fremder Arten muss ein Ziel sein, denn die Verbreitung durch den Menschen wird durch die vielen Reisen und den weltweiten globalen Verkehr nicht abrupt aufhören. Gemeinsames grenzüberschreitendes Monitoring, dabei alle Daten in einem Erfassungsportal sammeln und auswerten, systematisch Bekämpfungsmaßnahmen ausarbeiten und anwenden, das alles sind weitere Schritte, unsere heimische Pflanzen- und Tierwelt zu schützen und stehen als Ziele in unserem heutigen, Ihnen vorliegenden Antrag. Sie sehen, jeder kann einen Beitrag dazu leisten, die biologische Vielfalt zu schützen und zu unterstützen. Ich bitte Sie deshalb herzlichst, unseren Antrag zum Wohle der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren zu unterstützen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus